Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Unsbox von Curse. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Uns von Curse aus dem Jahr 2014. Wir haben hier eine schwarze Box, relativ groß und relativ flach. Solche Boxen ja meistens dann verwendet, wenn eine Vinyl als Inhalt beiliegt, und das ist bei diesem Album auch der Fall. Also wir haben hier einen schwarzen Deckel mit weißem Quadrat in der Mitte. Curse, uns lesen wir hier. Ansonsten rundherum die Box in schwarz gehalten. Und auf der Rückseite lesen wir ebenfalls nur einen Barcode und auf dem Kopf, wir drehen das Ganze mal kurz um, die Credits. Viel mehr ist hier nicht zu entnehmen. Gut, wir schauen mal hinein. Wir haben einmal den Deckel abnehmbar, also nicht zum Klappen, sondern abnehmbar. Von innen schwarz. Und dann kommt uns auch schon der erste Inhalt entgegen. Wir haben hier einmal ein T-Shirt. Dann, wie erwartet, eine Vinyl. Kurz rausschütteln. Jawohl. So. Eine Vinyl. Dann haben wir hier ein Buch und einmal das Album. Also wir haben einmal das Album an sich. Darunter kommen auch noch Instrumentals zum Vorschein. Album plus Instrumentals und eben diesem Buch hier. Ganz einfach. So, und so einem Notizbuch. Gut, das Ganze in so einem Papier, in so einem Karton-Einleger befestigt gewesen. Der ist hier angeklebt, den lassen wir mal drin. Dann machen wir den Karton mal wieder zu, Boxdeckel drauf. So. Gut, nachdem hier diverse Sachen noch eingeschweißt sind, also Instrumentals und das Buch sind so, allerdings Album, als auch Vinyl, als auch Shirt, allesamt in Folie, in Plastik. Das heißt, wir werden einmal das T-Shirt befreien. So. Einmal das Shirt, dann das Album. Wobei, bevor ich die Folie abmache, hier noch ein kleiner Hinweissticker. Deluxe-Version inklusive 4 Bonustracks. Okay. Dann machen wir das Ganze mal auf. So. Mit der Folie. Und dann natürlich auch noch die Vinyl. Bei Vinyl ist immer die Frage, wo man das am besten aufschneidet. Aber nachdem das hier ein bisschen einen Hohlraum bietet, würde ich fast sagen, wir probieren das hier. Am besten ohne den Inhalt zu beschädigen. So. Dürfte funktionieren. So, aber jetzt nach knapp 4 Minuten kommen wir zum eigentlichen Inhalt. Wir fangen an mit dem Album an sich. Wir haben hier Curse abgebildet in schwarz-weiß vor einer weißen Wand, wie er hier den Schatten wirft. Hier auch wieder dieses weiße Quadrat. Curse, uns lesen wir hier. Und sieht sehr glücklich aus. Also es dürfte irgendwie ein sehr bewegender Moment gewesen sein oder ein sehr erfreulicher Moment. Also es wirkt echt so vollkommen zufrieden, sehr erheitert, sehr glücklich. Auf der Seite lesen wir Curse, uns. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Also wir haben einerseits die Tracks des Albums und dann haben wir 4 Bonustracks. Das sind Tracks, die schon auf dem Album drauf sind, allerdings in der Piano-Version. Also 4 Tracks des Albums hier als Piano-Version mit dabei. Wir haben auf diesem Album Features von Phoebe Amelia, Elif und Tua, wobei man sagen muss, dass Phoebe
familiär zweimal drauf zu sein scheint. Auch wenn hier spannenderweise einmal nur steht, du träumst wie ich, Phoebe Amelia. Und unten dann noch Ende, featuring Phoebe Amelia. Oder was steht hier? Phoebe Amelia Lud. Okay, also dürfte ein eigener Track sein sogar. Es ist gar kein Fehler, dass hier das Featuring fehlt, sondern es dürfte echt so ein Interlude sein von dem Track Ende. Gut, bin mal gespannt. Dann haben wir hier oben rechts einen Barcode und hier unten die Credits. Das Ganze ein Digipack. Dann haben wir hier noch einen Flyer zur Tour. Also die Tour war 2015, dementsprechend gehe ich davon aus, die Daten interessieren euch nicht mehr so sehr. Dahinter haben wir noch das Booklet. Schauen wir mal kurz einen Blick. Okay, also wir haben hier die Tracks einzeln aufgelistet und die sind dann auch noch komplett abgetippt worden. Also jeder Track, Text für Text, Wort für Wort abgetextet, abgedruckt und dann hier auch noch die Infos, wer daran beteiligt war. Also wer das Ganze produziert hat, wer gefeatured wurde, etc. Das würde mich interessieren. Jawohl. Also, es scheint echt korrekt zu sein hier. Und der Track heißt wirklich Phoebe Amelia Lud. Also, jede Menge Text. Schön zum Nachlesen, zum Mitlesen. Wie auch immer. Booklet machen wir mal wieder rein. So, dann haben wir das Album an sich, die CD, Curse Uns, klassisch in Schwarz und Weiß gehalten. Rückseite blank. Und dann haben wir hier noch die Infos zu den Bonustracks. Und hier noch eine Abbildung von Curse. Dann haben wir die Instrumentals, diese in einem weißen Cover, in einer weißen Papphülle, Curse Uns Instrumentals. Hier wieder die Tracks aufgelistet. So sieht die CD aus, Curse und Instrumentals. Das Ganze, wie gesagt, in einer Papphülle. Dann haben wir eine Vinyl. Machen wir kurz Platz. Also das Cover wie auch schon auf der CD. Dann haben wir A, B, C und D-Seite. Und insgesamt haben wir 12 Tracks, also pro Seite 3 Tracks. Das Ganze hier zum Aufklappen. Hier haben wir auch nochmal die Infos über die einzelnen Tracks. Also wer war daran beteiligt, wer hat produziert, wer wurde gefeatured etc. Und hier auch nochmal die ganzen Songtexte, genauso wie im Booklet nochmal abgedruckt. Heftig. Und dann haben wir hier dann die Vinyls an sich. Wenn man sie rausbekommt. So, in schwarzer Hülle und die Vinyls, ich gehe mal stark davon aus, auch in, jawohl, auch in schwarz. Also, einmal die A-Seite, 3 Tracks. Einmal die B-Seite, ebenfalls 3 Tracks. So, machen wir das Ganze hier wieder rein. Und dann haben wir noch die zweite Vinyl hier. Also, einmal die C-Seite, ebenfalls wieder 3 Tracks. Und dann natürlich auch noch die D-Seite, ebenfalls wieder 3 Tracks. Ergibt insgesamt 12. Schöne klassische Vinyls in Schwarz. Mich freut es ehrlich gesagt immer, also ich brauche es nicht bei jedem Album, aber generell, bevor jetzt irgendwelche anderen komischen Boxinhalte da, für die man dann am Ende vielleicht doch keine Verwendung hat, ihren Weg in die Box finden, finde ich es immer ganz nett, so eine Vinyl oder so ein Tape dabei zu haben. Aber Vinyls auf jeden Fall immer sehr gelungen in meinen Augen. Und dann haben wir noch, bevor wir zum Shirt kommen, einmal dieses Notizbuch, auch hier wie dieses Quadrat, allerdings ohne Schrift, ohne Curse, uns komplett
in schwarz gehalten, das Ganze. Und was haben wir hier? Ah, okay. Es ist gar kein Notizbuch, wie anfangs angenommen, sondern es ist so ein Infobuch. Wo fange ich an? Also, es ist ein Album, ja, wie soll ich sagen, ein Erklärungsbuch, nehme ich mal stark an. Es geht einfach darum, dass Curse hier seine Gedanken zu einzelnen Tracks oder einzelnen Schaffensphasen dieses Albums hier verfasst hat. Und dass man hier einfach ein bisschen abgeholt wird, wie ist das Album entstanden, was waren so die Beweggründe, die Motivatoren hinter den einzelnen Tracks. Hat man ja hin und wieder bei so Deluxe-Boxen dabei. Diverse Fotografien und auch jede Menge Text. Schön. Und dann haben wir noch ein T-Shirt. Ebenfalls wie die Box, klassisch in schwarz und weiß gehalten. Weißes Quadrat und in der Mitte einfach nur uns. Drei Buchstaben, kein Neckprint. Wir haben es zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton in der Größe L, 100% Baumwolle, made in Nicaragua. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze T-Shirt mit dem weißen Aufdruck und diesem weißen Quadrat rundherum. Einfach nur uns, UNS. Ansonsten das T-Shirt glatt schwarz. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht ganz so der Fan von diesem T-Shirt. Also rein so von der Optik mit dem Quadrat und mit diesen drei Buchstaben. Es sagt mir jetzt nicht so zu. Und schwarz und weiß, ja, gängige Farbkombination oder die klassischste, die es überhaupt gibt. Gefällt mir an sich schon schwarz und weiß, aber für mich ist das einfach für den T-Shirt-Aufdruck ein bisschen zu wenig. Aber ja. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann diese Doppel-Vinyl des Albums. Die Instrumentals zum Album. Dieses Buch zum Entstehungsprozess des Albums mit Hintergründen und Abbildungen, mit Fotos. Und dann natürlich noch das Album an sich im Digipack. Das alles in dieser wunderbaren Box uns von Curse. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Curse unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.